Ein Fisch ist mehr als ein Fisch. Mensch, das nervt. Wann kommt die denn endlich? Sorry, Mara, ging nicht eher. Die Abstimmung für die Klassenfahrt nächstes Jahr hat einfach ewig gedauert. Okay, aber du weißt doch, dass Mama gesagt hat, dass wir uns heute besonders beeilen müssen. Weil wir gehen doch heute zu Tante Amanda und Onkel Justus. Tante Amanda wartet bestimmt schon mit dem Kaffee auf uns. Ja, ist gut. Ich bin ja jetzt da. Ich freue mich auch schon, dass wir wieder nach Schönhausen fahren. Tante Amanda backt einfach den besten Apfelkuchen der Welt. Und Onkel Justus, der ist einfach cool. Vielleicht hat er ja wieder so ein Ding erfunden. Du meinst so eine Maschina Vita Extraterrestra? Ja, die Maschine zum Aufspüren für außerirdisches Leben. Gib doch nicht immer so an mit deinem Latein. Sag mal, wenn du alles weißt, kannst du mir dann erklären, was das Zeichen da bedeutet? Was für ein Zeichen wäre da, der Fisch? Keine Ahnung, vielleicht gehört das Auto irgendjemandem angefallen. Aber jetzt komm, Mama wartet. Das seid ihr ja endlich. Schön, euch zu sehen. Hallo, ihr kommt genau richtig. Der Apfelkuchen ist gerade fertig geworden. Komm, lecker. Wo ist denn eigentlich Onkel Justus? Oh, den sehe ich im Moment auch nur selten. Der sitzt doch Tag ein, Tag aus in seinem blöden Keller und kommt nicht heraus. Er möchte nicht gestört werden. Noch nicht mal zum Essen kommt er raus. Ja, was sehe ich da? Zur Feier des Tages kommt der gnädige Herr mal aus dem Keller. Amanda, Amanda, sie ist fertig. Hallo, Onkel Justus. Was ist denn fertig? Ach, meine Lieblingskinder, Mara, Julia, ihr seid aber groß geworden. Dürfen wir sie sehen? Nee, ich muss mich noch ein bisschen ausruhen, aber später. Onkel, bitte. Nee, noch nicht. Jetzt essen wir erstmal Apfelkuchen und dann sehen wir weiter. Setz dich. Mara, komm, bitte. Allein traue ich mich nicht. Ja, ich komme ja schon. Aber wir müssen erstmal schauen, ob Onkel Justus und Tante Amanda schon schlafen. Alles dunkel. Hör mal, Onkel Justus, schnarcht. Steht offen. Das ist bestimmt wieder so ein Ding. Tatsächlich wieder eine Maschine. Aber wozu ist sie wohl gut? Sie hat ganz viele Hebel und Zahlen. Julia, lass das! Was machst du denn da? Wer weiß, was da passiert? Hör auf zu drücken. Wird schon alles gut sein. Hilfe, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Was wird jetzt passiert? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, wir mit. Bei mir dreht sich alles. Verdammt, was hast du denn gedrückt? Alles Mögliche und mein Geburtstag. 31. März 313 oder so. Oh, ich glaube, ich muss gleich. Mir tut alles weh. Mir auch. So ein Mist. Aber sag mal, wo sind wir denn hier gelandet?
Das mit den Säulen da vorne, das sieht ja aus wie ein Tempel. Achtung, da kommen Leute. Sie verstecken sich schnell hinter einer Hausecke. Was haben die denn an? Das sieht ja fast aus wie mein Nachthemd. Und die eine Frau hat tonnenweise Schminke im Gesicht. Ich hab so eine Ahnung, wo wir gelandet sein könnten, Julia. Mensch, das gibt es doch nicht. Wir sind in Rom. Jetzt müssen wir erstmal die Lage peilen. Komm, wir verstecken uns hier hinter der Säule. Mara und Julia sind sicher versteckt und können sich die Menschen ansehen, die vorbeikommen. Wow, guck mal da vorne, Julia. Der mit der roten Tunika, dem Brustpanzer und dem Helm. Das ist ein römischer Legionär. Ein was? Ein Soldat. Die römischen Kaiser hatten doch unwahrscheinlich viele Soldaten, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Und der da vorn, was könnte der für einer sein? Der sieht so arm aus. Das ist bestimmt ein Sklave. Ein gekaufter Diener. Kocht, wäscht, putzt, kauft ein und so weiter. Komm schnell weiter, ich glaube, da hat uns jemand entdeckt. Mara zieht Julia um die Ecke in den Innenhof eines Hauses. Ein Brunnen plätschert. Es ist angenehm kühl und der Boden ist mit einem wunderschönen Mosaik ausgelegt, das eine Fischerszene zeigt. Die Villa eines reichen Römers. Die Armen wohnten in richtigen Mietshäusern, fast wie bei uns. Mensch, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder nach Hause? Da hören sie aufgeregte Stimmen und vor dem Hof versammelt sich eine Gruppe Menschen, die wild gestikulieren und in ihre Richtung zeigen. Mara und Julia rennen so schnell sie können durch den Hintereingang. Sie rennen vorbei am Kolosseum, der gigantischen Arena, in der grausame Kämpfe zwischen wilden Tieren und Gladiatoren ausgetragen werden. Vorbei an einem Fischmarkt, auf dem es entsetzlich stinkt. Vorbei an Tempeln, wo die Römer Jupiter, Juno, Minerva und viele andere Götter anbeten. Und vorbei an einer Badeanstalt, wo sich die Menschen nach der Arbeit treffen, um sich zu unterhalten und zu entspannen. Doch für alles haben sie keine Augen. Sie wollen nur der Meute entkommen, die hinter ihnen herjagt. Als sie um die Ecke biegen, sieht Julia plötzlich ein Fischzeichen an der Wand. Hier rein. Und schon haben sich die zwei Kinder in den Gängen einer Katakombe verirrt. Zitternd und keuchend sinken sie auf den Boden. Plötzlich steht ein etwa 12-jähriger Junge vor ihnen. Salve, ich grüße euch. Ich bin euch die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ihr müsst ja mächtig Angst haben. Mara und Julia können nur noch nicken. Ihr seid bestimmt auch Christen, oder? Aber ihr kennt euch hier nicht so gut aus, das habe ich gemerkt. Kommt wohl von weit her. Die Kinder schauen sich fragend an und nicken dann vorsichtig. Julia traut sich als Erste wieder etwas zu sagen. Stimmt, wir kommen von ganz weit her. Aber wie kannst du denn sehen, dass wir Christen sind? Sonst hättet ihr nicht hier in den Katakomben Zuflucht gesucht. Wollt ihr denn nicht zum Gottesdienst? Was sind Katakomben, Mara? Und was sollen wir ihm jetzt erzählen? Katakomben sind unterirdische Gänge. Hier haben die Christen ihre Toten begraben und anscheinend auch Gottesdienste gefeiert. Das Christentum war bei den Römern zuerst verboten. Die Christen mussten sich verstecken und wurden verfolgt. Aber warum denn? Weil sie keine Opfer vor den römischen Göttern bringen wollten. Kommt ihr zum Gottesdienst? Mara und Julia wollen sich nicht zu erkennen geben und nicken. Sie folgen dem Jungen immer dem seltsamen Fischzeichen hinterher. In einem kleinen Saal in den Katakomben sind schon einige Leute versammelt. Männer, Frauen und Kinder. Ein Mann kommt herein, anscheinend so etwas wie ein Priester. Freunde im Herrn, ich verkündige euch eine frohe Botschaft. Wir Christen müssen uns nicht länger verstecken. Wir müssen nicht länger den Fisch an die Wände malen, der besagt, hier wohnt ein Christ. Wir werden nicht länger verfolgt und hingerichtet werden für unseren Glauben an den einen Gott. Wir müssen nicht mehr so tun, als ob wir den Kaiser anbeten. Es heißt, Kaiser Konstantin will sich selbst zum Christentum bekehren. Da bricht ein Jubel unter den Menschen in der Katakombe aus. Sie fallen sich um den Hals und freuen sich. Nur Julia ist irritiert. Schon wieder dieser Fisch. Sie zieht den römischen Jungen an seiner Tunika. Wir sind wirklich von ganz weit her. Bei uns gibt's das mit dem Fisch nicht. Kannst du mir das erklären? Du weißt das nicht? Aber gut, ich will es dir erklären. Ichthys ist griechisch und bedeutet Fisch. Aber jedes dieser Buchstaben in dem Wort hat was mit Jesus zu tun.
I, Jesus. CH, Christus. TH, Theos. Das bedeutet Gott. Y, Hyos. Das bedeutet Sohn. S, Soter. Das heißt Retter der Welt. Ichthys heißt also übersetzt Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter der Welt. Und es heißt ganz einfach Fisch. Außerdem waren die besten Freunde von Jesus doch Fischer. So ist, oder besser war, der Fisch ein prima Geheimzeichen für uns. Aber dass ihr das nicht wisst... Der Junge schüttelt den Kopf und kann es immer noch nicht verstehen. Julia ist froh. Endlich weiß sie, was der Fisch bedeutet. Also ein Geheimzeichen der Christen, doch kein Anglerverein. Das hast du doch nicht gewusst, große Schwester. Mara schüttelt den Kopf. Dann zieht sie Julia an der Hand. Komm, lass uns jetzt gehen. Im allgemeinen Trubel fallen die beiden fremdartig aussehenden Kinder nicht so auf, wie sie sich jetzt aus der Katakombe schleichen. Sie folgen immer dem Zeichen des Fisches. Er führt sie aus dem Gängegewirr sicher wieder in die römische Sonne hinaus. So, jetzt wissen wir, was es mit dem Fisch auf sich hat. Aber wie kommen wir denn jetzt wieder nach Hause? Verflixt und zugenäht. Ich hab auch keine Ahnung mehr. Ich bin komplett K.O. Ich will einfach nur noch nach Hause und hab total Hunger. Oh je, da hinten guckt schon wieder jemand. Komm schnell, bevor uns noch jemand sieht. Lass uns mal überlegen. Heute Morgen sind wir einfach so weggerannt. Was ist, wenn die Zeitmaschine noch am gleichen Ort wie heute Morgen steht? Dann müssen wir einfach nur einsteigen und uns ins Jahr 2021 zurück teleportieren. Keine Ahnung. Außerdem fallen wir hier aus wie die Extraterrestrischen, die Onkel Justus aufspüren wollte. Dann verkaufen sie uns als Sklaven oder wir werden im Kolosseum ausgestellt oder so. Schau mal, hier ist Wäsche zum Trocknen. Wir können die ja anziehen und dann fallen wir auch nicht mehr so auf. Ich erklär's dir. Also erstmal die Tunika. Genau. Arme rein und dann den Kopf. So, super. Und jetzt kommt noch das Seil. Das muss jetzt um deinen Bauch. So, einen Knoten. So, genau. Und jetzt noch deine Hosenbeine hoch. Und so, dann kann ich jetzt schon mal testen. So. Soll ich dir auch helfen? Ja, das wäre nett. So, wieder den Kopf durch und die Arme rein. Genau. So, jetzt noch den einen Arm durch. Den anderen. Und den Kopf. Und jetzt auch den Seil. Das Seil. Und dann können wir jetzt ja los. Ich weiß noch ganz genau den Weg. Komm! Oh, ja. Hier muss es gewesen sein. Ich erinnere mich ganz genau an dieses Haus. Aber hier ist nichts. Nichts. Keine Zeitmaschine. Und wie sollen wir jetzt wieder zurückkommen? Ich weiß es doch auch nicht, Julia. Hier, Sie sind sie! Was für ein Glück! Onkel Justus! Ach, sie hat funktioniert! Sie hat wirklich funktioniert! Ich bin fasziniert! Wie hast du uns denn gefunden? Ich muss so eine Vorahnung gehabt haben. Gleichzeitig mit der Zeitmaschine habe ich eine Zeitmaschinenrückholungsfernbedienung entwickelt. Naja, als am Morgen eure Betten leer waren und ihr nicht mehr da wart und die Zeitmaschine auch nicht mehr da war, war es klar. Ihr seid weg. Aber wohin seid ihr verschwunden? Naja, auf Rom bin ich dann schnell gekommen. Ich habe mir gedacht, Mara wollte nach Rom. Naja, aber ich habe Rom einprogrammiert. Oh, okay. Erstaunlich. Naja, aber das größere Problem war das Jahr. In welches Jahr seid ihr geflogen? Ich habe alles Mögliche durchprobiert. Die Gründung von Rom? 753, Romstift auf die Ja, richtig, genau. Die Ermordung von Julius Cäsar. 44 vor Christus. Die Herrschaft von Kaiser Augustus war so um 0 Christus. Den Zerfall des Römischen Reiches, 400 nach Christus, bestimmt auch interessant. Tja, ich habe all die Zahlen eingegeben, hat nicht funktioniert.
dann bin ich auf das Augenscheinlichste gekommen, euer Geburtsdatum. Maras Geburtsdatum war es leider nicht. Aber, ja, Julias Geburtsdatum, 31.03., das hat funktioniert. Und dann hast du uns zurückgeholt und hast dich gefragt, warum wir nicht mehr da sind. Ja, das stimmt. Das war ein Riesenschreck. Die Kinder sind weg. Naja, Tante Amanda war außer sich vor Sorge. Und euren Eltern haben wir es lieber nicht erzählt. Wir sollten es sowieso lieber nicht erfahren. Naja, ich bin dann selbst in die Maschine gestiegen und zu euch geflogen. War ein ganz schön wackeliger Flug. Das kann man wohl sagen. Naja, glücklicherweise seid ihr wenigstens in der Nähe der Maschine geblieben. So habe ich euch finden können, bei all dem Gewimmel hier. Du wüsstest, was wir alles erlebt haben. Und das könnt ihr mir gleich zu Hause erzählen. Wir haben noch ein Rest Apfelkuchen. So kommt schnell, ehe uns noch jemand findet. Kommt, kommt. Wenn ich so in Latein auftauche, werden alle staunen. Und morgen fliegen wir mit Onkel Justus dann in die Zukunft. Oh nein, cool. Nein, bitte nicht. Mir hat es heute alles schon gereicht.